Bulmi, was hast du für Probleme heute? Sie waren bei mir. Und nicht nur bei mir. Sie waren auch bei euch. In der Nacht. Es war eine dunkle Gestalt. Erst habe ich sie über eurem Bett beobachtet. Und dann kam sie zu mir. Ich habe meinen Mund ganz weit geöffnet, weil ich dachte, der Bro hat irgendwelche Schmeckis für mich. Und dann ist es einfach in mich hineingegangen. Und seitdem fühle ich mich etwas seltsam. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie mir geschieht. Ich kann es überhaupt nicht steuern. Irgendwas in mir drin sagt mir die ganze Zeit, dass ich meinen Schwanz essen soll. Das versuche ich dann auch, aber es klappt irgendwie gar nicht. Also meinst du, du hast ein Gespenst gesehen? So ein richtiges Gespenst? Hörst du mir nicht zu? Es war eine schwarze Gestalt mit einem dicken Hintern. War ungefähr genauso groß wie dein Hintern. Und jetzt mach endlich, dass es aufhört. Sonst drehe ich hier noch komplett durch und beiß dir wieder in deine Beine rein. Ich glaube, das Beste ist, wenn ich dich einfach rauslasse. Du glaubst mir nicht und nimmst mich nicht ernst, aber du wirst schon sehen. Und dann bin ich mal gespannt, in was du reinbeißen willst. Boah, hier im Wintergarten ist so warm. Buff, kriegt man ja gar keine Luft. Kuschilein. Kuschi, du musst staubsaugen noch, hab ich dir doch gesagt, oder? Guck mal, wie es hier aus. Wie was? Kuschi muss staubsaugen. Guck mal, wie es hier aussieht, weil sie sich immer in den Blumentopf reinlegt.